Ausgeglichener Haushalt, keine neuen Schulden, Investitionen in Verkehr, Pflege und Entwicklungszusammenarbeit sind gesichert. So das Ergebnis der Budgetverhandlungen. Und den Gitzentunnel wird es vorerst in dieser Legislaturperiode nicht geben. Der Gitzentunnel ist nicht versenkt. Wir haben, weil wir dort absolut Handlungsbedarf haben, uns entschlossen, in dieser Legislaturperiode anstelle dessen den zweispurigen Ausbau der Lokalbahn voranzutreiben und einen Viertelstundentakt einzuführen. Das ist ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt, aber auch ein klares Signal, dass wir für den öffentlichen Verkehr setzen wollen. Wir haben im Jahr 2019 200 Millionen Euro allein budgetiert für die Pflege, Sozialhilfe, Unterstützung für die Menschen, die mobile Pflege in Anspruch nehmen und in den Seniorenwohnhäusern leben. Das ist genau 40 Millionen Euro mehr als 2018. Und ich kann sagen, dass ich auch sehr zufrieden bin, wie die Budgetverhandlungen gelaufen sind. In diesem Kindergartenjahr werden es über 700 zusätzliche neue Kindergartenplätze sein, die wir mitfinanzieren können. Aber es geht in diesem Bereich auch darum, dass wir die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen für die Kindergartenpädagoginnen verbessern, und es wird uns damit auch gelingen.